Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Im Internet zu finden auf klemmbausteinlyrik.de. Mein Name ist Kaulius und ich teste an dieser Stelle aktuelle Lego-Sets, die sich auch gerade für Erwachsene eignen. Und dazu gehört sicherlich bei vielen Sammlern gerade die Star-Wars-Serie. Und das, was wir hier gerade sehen, das ist nämlich der Sith Nightspeeder, nur echt mit echtem Sith-TH. Und das Ganze, ja, wie gesagt, Star-Wars-Reihe. Und zwar eher so in dem Bereich Clone Wars. Das ist vielleicht den Älteren von uns immer nicht so ganz direkt bekannt. 214 Teile, knapp 30 Euro. Wie gesagt, im Frühling 2011 ist das Ganze erschienen. Und wir haben hier insbesondere, das sieht man vielleicht gleich schon, wenn wir das uns komplett Modell mal anschauen, zwei bzw. drei sehr nette Figuren, die man allerdings oder denen man lieber nachts, zumindest zwei davon, nicht gerne begegnen würde. Da sehen wir schon den Nightspeeder rechts, der auch noch ein bisschen was in sich hat. Der lässt sich nämlich noch auseinandernehmen, damit er auch ein bisschen wendiger wird. Ja, und diese weiße Dame da, die hört übrigens auf den Namen Asajj Ventress und hat, glaube ich, durchaus, gibt schönere Frauen, glaube ich. Ja, der hier ist erstmal Savage Opress, auch seines Zeichens böser, was man schon daran erkennt, dass er erstens grimmig guckt und zum zweiten eine Waffe in der Hand hat, nämlich gleich so ein zweiseitiges Laserschwert. Da freut sich der Jedi-Ritter, da hat er was zu tun. Und dann noch eine Axt, die sieht eher oldschool aus, aber er grimmig, grimmig ist er eben, nicht? So muss es natürlich sein. Hier haben wir Anakin Skywalker. Man merkt schon daran, dass er so ein paar etwas fiesere Züge bekommt, so irgendwo zwischen der Transformation, zwischen nett und böse. Immerhin hat er noch einen coolen Haarschnitt und da merkt man schon, na, der Junge, der ist nicht mehr auf dem richtigen Weg, obwohl so halb ist das natürlich noch und ein Lichtschwert hat er auch und ansonsten, ja, gut. So ist er. Aber jetzt eben, ja, diese Dame, die jetzt hier kommt, ohne Hut und übergeschminkt, das ist jetzt Asajj Ventress. Ich glaube, die hätte bei Bohlen keine Chance, bei Deutschland sucht den Superstar, schon vom Äußeren, da kann sie noch so gut singen, die würde da rausfliegen. Hat aber dafür zwei Laserschwerter, könnte also sich entsprechend wehren, wenn man sich denn über ihr Äußeres beklagen möchte. Genau. Ja, ein bisschen weniger Lippenstift. Da wäre schon mehr drin, finde ich, bei der Dame. Gut, aber wenn man die Originalvideos mal sieht und Fotos von ihr in den Comics, die sieht auch nicht so viel anders aus. Da haben wir jetzt den Nightspeeder, beziehungsweise gleich drei davon. Das sehen wir nämlich gleich. Die linken beiden, die mit Steuerrad, lassen sich nämlich lösen und dann kann man windwendig und schnittig durch die Gegend damit brausen. Und wir haben sogar noch dabei ein paar Raketen. Die können wir mit ein wenig händischem Druck dann auch zum, na nicht zum Explodieren, aber doch immerhin zum Fliegen bringen. Das demonstriere ich auch gleich. Beziehungsweise ich demonstriere dann, ja, jetzt erstmal das, genau, jetzt schießen wir die Dinger erstmal. Das klappt noch. Eins und zwei. Und dann sehen wir auch gleich, dass der Nightspeeder in Realität nicht fliegen kann. Nämlich, wenn man ihn dort anfasst und zack, einem runterfällt, dann kann man nochmal wieder ein bisschen basteln. Ist ja bei Lego auch das Schöne. Genau. So, da habe ich es auch wieder zusammengesetzt. Da ist nochmal so eine Rakete, die man abschießen kann. Wenn man hinten drauf drückt, fliegt sie vorne raus. Boah, ist das grandios. Ja, genau. Ich zeige es nochmal. So, jetzt schön in die Kamera. Nein, genau. Da hinten drauf drücken. Vorne fliegt das Ding gut mindestens 20 cm. Je nachdem, wie viel Energie man da draufsetzt. Jetzt zeige ich mal, wie man den Nightspeeder zu zwei etwas schnelleren Einzelgefährten macht. Man nimmt sie einfach ab. Genau, die sind einfach nur rangeklickt oder reingeschoben, je nachdem, wie man es gerne entfernen möchte. Ja, so. Siehst du, sieht doch gut aus. Und damit, das ist so ein bisschen wie Motorradfahren, glaube ich, dann damit, wenn man dann das Gute jagt und das Böse versucht zum Durchbruch zu bringen, weil das sind natürlich Eisgefährten für die Bösen. Hier haben wir wieder unser Beauty Case mit ihren zwei, also Hände weg vom Steuerrad, kann man da nur sagen, beziehungsweise lieber doch hin. Da könnte man vielleicht aus Sicherheitsgründen doch mal, wenn man will, das Laserschwert aus der Hand legen. Fährt sich besser. So, die Anleitung, ja, Bauzeit ungefähr, man braucht ein bisschen länger. Tatsächlich hier, ich habe sicherlich so eine halbe Stunde fast, gut, dabei haben wir noch Fußball geguckt, aber eine halbe Stunde dran gebastelt. Da muss man diese drei Teile vor allem dann eben zusammenstellen, ein paar Aufkleber draufkleben und dann ist auch schon fertig der Sith Nightspeeder, genau. So, gibt noch ein paar andere Teile, wenn man das Böse noch weiter verteidigen will. So, genau. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal mit der Inboard-Kamera sozusagen an. So, fahren wir da drum. Da ist Anakin wieder vorne. Hinten, ja, Miss Universe und links Mr. Universe, glaube ich, ja. Dass die auch immer so aussehen wie böse, nicht? Also irgendwie geschickt gemacht, finde ich ja, von Star Wars, ja.
So, es ist ein schönes Modell. Also, wobei ich gestehen muss, die Sachen, der Nightspeeder von Anakin Skywalker selber, den wir hier auch schon mal getestet haben, der sieht irgendwie noch netter aus, weil er so kompakt ist. Für dieses Offene bin ich immer nicht so der richtige große Fan. Aber wenn Sie es sind, dann kaufen Sie sich's. Wie gesagt, knapp 30 Euro, im Angebot teilweise auch schon für 25. Und das war es dann auch mit der Klemmbaustein-Lyrik für heute. Gehen Sie auch auf klemmbausteinlyrik.de, da finden Sie weitere Folgen. Oder gehen Sie auf 1000steine.de, da können Sie das Ganze auch abrufen. Ja, mein Name ist Kaulius und ich sage Tschüss.